Servus Leute, willkommen zurück zu Deponia mit den Osoma. Hi. Im letzten Part haben wir hier eine Klappe eines Socke angezogen. Schön, oder? Ich habe sozusagen einen Fuß in der Tür. Ist aber eine schwache Klappe, wenn der Socke sie abhält. Wenn auf die Socke sie abhält. Sind wir nicht mehr so stark, was? Hat der da. Der hat das nicht rausgerissen. Auf einmal sind. Ah, Moment. Mir fliegt jetzt schon Dreck zwischen. Ich lasse ihn mal lieber. Dann eben hier. Da oben läuft eine Frau. Das ist unfassbar. Das kann einfach nicht sein. Ich glaube, mir wird schwindelig. Nicht schwindelfrei, Fräulein Goal. Sie hätten in Ihrer Kabine bleiben sollen. Es war sehr dumm von Ihnen, sich den Anordnungen zu widersetzen. Was? Was geht hier vor, Amtmann? Wussten Sie etwa hiervon? Einen Moment. Sie wussten alle davon, nicht wahr? Ganz Orgamon steckt damit drin. Dachten Sie wirklich, Sie könnten das hier für sich behalten? Warten Sie, bis ich Kletis davon erzählt habe. Sie werden gar nichts erzählen. Sie werden ja schön brav warten, bis der Oberkontrollrat eingetroffen ist. Und dann? Ich bin Elysianerin, keine von seinen Schreibtischmarionetten. Wie will er mich zum Schweigen bringen? Warten Sie es doch ab. Ich will Ihnen doch nicht die Spannung verderben. Sabalot, eine echte Orbit-Elf. Die wird mir ganz schön dankbar sein, wenn ich sie erst einmal aus den Klauen des finsteren Fiskus gerettet habe. Also los. Rufus to the rescue. Der Typ hat vielleicht Sorgen. Und ich glaube, die kenne ich. Die ist doch irgendwie auf einem Cover oder so von Deponia drauf. Mhm. Also ich habe das Original Deponia-Spiel für den PC und ich glaube, die ist da drauf abgebildet. Also das hier ist jetzt die Steam-Version, aber ich habe das Spiel auch original. Ah! Hehehe. Jetzt wird's lustig. Das war nicht geplant. Oh, das war dann wohl der falsche Hebel. Du verdammter Idiot! Du wagst es allen Ernstes, dich in die Pläne des Organon einzumischen? Los, werft ihn über Bord! Ah, dazu müsstet ihr mich wohl erstmal schnappen, oder? Aber dafür bin ich eine Spur zu flink. Pfiu, pfiu, tschatschatschatschat. Erst bin ich hier, dann bin ich weg. Hier, weg. Aua. Ich war so nah dran, aber nein. Kaum sehe ich eine schöne Frau in Not und schon bam. Ach, was soll ich machen? Ich bin einfach ein unverbesserlicher Gutmensch. Gutmensch. Übrigens, was ist das denn? Darf ich dich auf ein kleines Easter Egg hinweisen? Ja. Guck mal, wer da gesucht wird. Was ist da? Ah! Frau Hinkel vermisst ihren Dackel. Ach, der findet sich schon wieder ein. Das meine ich nicht. Kerosin war ja jetzt auch nicht in der Tür. Ja, du kannst nicht angucken, ist nur ein Easter Egg, aber. Harvey. Toro! Hey, Toro habe ich gesagt. Hm, wenn überhaupt hat ihn das nur noch mehr gelangweilt. Motorhaube. Mit deiner Motorhaube sind immer interessante Sachen. Verschlossen. Wahrscheinlich lässt sie sich von innen öffnen. Von innen? Die Scheibe ist völlig verdreckt. Dahinter hängt ein Schild. Vielleicht der Name des Fahrers. Das könnte alles heißen. Zum Dorf gehen. Hier sehe ich nichts mehr, so gehen wir rein. Ich will die Frau sehen, die ich gerade weggespült habe. Was ist denn hier los? Kann ich ja lange suchen.
So einen Andrang am Rathaus hat es nicht mehr gegeben seit der Bürgermeister eine Steuer auf mangelndes politisches Engagement erheben wollte. Da unten fährt ein eigenständiger Staubsauger, auf den ich gerade zeige. In die Gasse, zum Wassertank. Ich glaube, hier gibt's eine Menge zu entdecken. Wenzel hat eine Schutzklappe auf seinen Schornstein montiert. Dieser Egoist, wo übe ich denn jetzt Friemspucken? Mal so, kleine Nebenfrage. Möchtest du die Fähigkeit mit der Leertaste nicht nutzen oder kennst du sie einfach nicht? Ich kenn sie nicht. Was kann ich mit der Leertaste? Ah! Gut, dass ich das jetzt weiß. Gut, dass ich ganz alleine drauf gekommen bin. Mhm. Es hätte auch sein können, dass du sie absichtlich nicht nutzt, weil du denkst, nee, ich suche lieber die Hotspots. Gut, dass ich das jetzt weiß, die werde ich im Notfall verwenden. Mhm. Nimm es. Ah. Darüber lassen sich die Häuser mit Wasser befüllen oder mit flüssigem Stickstoff, je nach Fluchtplan. Gibt das was? Ja, offensichtlich nicht. Da muss nur drehen. Ich gehe in die Gasse. Oh, da ist der Arbeiter unten. What the fuck? Ich bin der bekiffte Papagei. Erstmal Papagei gucken. Netter Papagei. Ja. Wir benutzen ihn, um gefährliche Gase im Stollen zu erkennen. Und was macht ihr, wenn das passiert? Einen neuen Papageien besorgen. Verstehe. Hallo. Hallo. Hallo, ich habe Hunger. Ich ernähre mich schon seit Tagen nur von Würmern. Ignoriere ihn. Meine Frau redet manchmal mit sich selbst, wenn sie da unten ist. Da hat er das eine oder andere aufgeschnappt. Wir dürfen uns nicht mehr treffen. Mein Mann ist zwar fast taub, aber der Vogel hat ein sehr feines Gehör. Okay. Da weißt du, was sie so mit sich selber redet. Kneipe. Achso, du bist Hanek, dieser Typ da. Das ist eine Karte der Schrottstollen. Ich frag besser Hanek, wie das funktioniert. Unfallstation. Ich gehe erstmal in die Kneipe, erstmal einsaufen, das muss sein. Auf dem Spiel hier muss ich erstmal eintrinken. Ja. Rufus, ich dachte, du seist auf dem Weg nach Elysium. Bist du zurückgekommen, um deine Schulden bei mir zu begleichen? Oh, das, hör mal, Lonzo. Ich hätte es noch gemacht. Aber so einen Fluchtapparat zu bauen, kostet viel Zeit und... Lass gut sein, Rufus. Es hat hier doch eh niemand damit gerechnet, dass du es schaffst. Na super, danke. Erstmal Schildern gucken. Das Einzige, was es auf diesem Planeten zu trinken gibt. Von wegen. Zum Glück bin ich immun gegen Werbung. So, und jetzt ein Steak. Steak wäre schön. Klaue ist einfach. Hast du den Witz verstanden? Ja, Plöre ist doch dieses dreckige Wasser. Ja, aber das mit dem Steak. Nee. Na, zum Glück ist er immun gegen Werbung und jetzt ein Steak. Weil das war ja eine Kuh auf dem Bild. Wieso ist er mehr als ein Nilpferd? Was soll das denn? Baut Lonzo eine neue Kaktuspresse? Oder einen schnelleren Shaker? Unmöglich, er hätte mich sicher um Hilfe gebeten. Coole Musik läuft hier in der Bar. Abfall. Na klar, als könnte man mit dem Pfeil tatsächlich die Scheibe treffen. Der arme Lonzo. Ohne mich wird er ganz schön aufgeschmissen sein. Lonzo. Ja. Lang nicht gesehen, Lonzo. Stimmt. Irgendwas Neues? Ach, komm schon. Das hier ist Kuwak. Hier passiert nie was Neues. Tja, ohne mich wäre hier echt tote Hose.
Es gäbe weniger Explosionen. So viel steht fest. Schade für euch, dass ich weggehe. Zum Heulen. Bekomme ich einen Schnaps? Kommt drauf an. Begleichst du deine Schulden bei mir? Aber klar. Sobald ich wieder flüssig bin. Du weißt doch, dass ich ein Mann bin, der zu seinem Wort steht. Zumindest bis du ein neues Wort gefunden hast, neben dem du besser aussiehst. Das hast du schön gesagt. Toni nervt. Sie hat da eine eigene Version. War sie etwa hier? Irgendjemand musste mir doch den Tisch ersetzen, den du gestern kaputt gemacht hast. Ja, das war eine fabelhafte Performance. Guck mich an, ich bin Toni. Wecker, Wecker, Wecker. Zeter, Hader, Zack, Pfeif. Ach ja, ich bin schon lässig. Lästig. Du wirst nicht glauben, was ich erlebt habe. Wahrscheinlich nicht. Also kannst du es auch genauso gut für dich behalten. Aber die Geschichte hat alles. Action, Dramatik, Liebe. Kommt ein Drache drin vor? Nein. Dann bin ich nicht interessiert. Wobei, Moment, lass mich erstmal ausreden. Ich glaube, da war wirklich ein Drache. Zu spät. Verdammt. Ich muss gehen, Abenteuer erleben und so. Was auch immer. Ich mag den Barkeeper. Ja, das ist cool. Sprengsignal. Ich glaube nicht, dass ich das betätigen sollte. Hey, warum arbeitet ihr nicht? Irgend so ein Witzbold hat die Magneten vom Sprengplan entfernt. Darum. Ich hätte das ja ich. Ja, nicht ich, aber der Typ da. Hallo, Hanek. Ach, hier, Rufus. Genau. Warum arbeitet ihr nicht? Du meinst, so wie du? Irgend so ein Witzbold hat die... Hey, ja. Ich habe ordentlich zu tun. Ich bin schon den ganzen Tag am Rumrennen. Sachen erledigen und besorgen... Und so. Na, dann besorg uns doch mal neue Magneten für den Sprengplan. Dann können wir nämlich auch weiterarbeiten. Wie genau funktioniert das mit dem Sprengplan? Oh, das ist eine spannende Sache. Das bezweifle ich. Der Sprengmeister legt die nächsten drei Sprengpositionen fest, indem er den entsprechenden Quadranten mit Magneten markiert. Dann läutet er die Glocke. Ich gebe das Signal dann weiter an den Grubenarbeiter, der unten im Stollen die Sprengsätze anbringt. Dann wird gesprengt. Und dann kommt der spannende Teil? Nein. Eigentlich war es das dann. Ah, wusste ich's doch. Wie genau funktioniert der Richtig. Was treibt ihr da unten eigentlich? Na, was wohl? Wir sind Müllsucher. Wir suchen nach nützlichem Schrott. Aber meistens ist Schrott eben nur Schrott. Also, nutzlos. Ich habe zum Beispiel eine ganze Sammlung von Autoschlüsseln, die zu längst verwrackten Autos gehören. Ist das da drüben dein Papagei? Ja. Wir benutzen ihn, um gefährliche Gase im Stollen zu erkennen. Und was macht ihr, wenn das passiert? Einen neuen Papageien besorgen. Verstehe. Bis bald. Tschö. Rufus. Genau. Er hat genauso ein gutes Namensgedächtnis wie ich. Das ist bestimmt mein Verwandter. Das ist durchaus möglich. Ich will lernen. Ist irgendeiner der Wölfe, die du kennst, Hanek? Immer der Reihe nach. Ziehen Sie sich eine Wartenummer und der Bürgermeister wird sich bald um Sie kümmern. Was ist denn hier los? Wurde das Glas mit den Erdnüssen aufgefüllt? Eine Frau ist aus dem Himmel gefallen. Es heißt, sie soll wunderschön sein. Der Bürgermeister soll nun entscheiden, wer sie bei sich aufnehmen soll. Tja, das dürfte ihm nicht so schwer fallen, nachdem er meine Geschichte gehört hat. Ich habe das Mädchen vor dem finsteren Fiskus gerettet. Ich trage die Verantwortung für sie. Netter Versuch, Kumpel. Aber ich habe auch eine gute Geschichte vorbereitet. In meiner kommt sogar ein Drache vor. Also stell dich hinten an und zieh dir eine Nummer, wie alle anderen auch. Ein Mädchen, das vom Himmel fällt. Das Schloss im Himmel? Ich hasse Schlangen. Ja, dann ziehen wir eben die Nummer. Oh, wie beim Arbeitsmarktservice hier. Oh. Nummer 66. Fast schon meine Glückszahl.
Du wahrscheinlich auch immer wieder Nummer ziehen, warten, anstellen. Hallo Lotti. Du auch noch? Herrje, was ist heute bloß für ein Tag? Das ist doch ein Kerl, garantiert. Wo ist die Frau aus Elysium? Prinzessin Wunderbar? Die liegt im Sitzungssaal. War ja klar, dass du auch ihretwegen hier bist. Es ist so typisch. Da fällt eine wunderschöne Frau vom Himmel und verletzt sich schwer. Und schon wollen hier alle helfen. Flätzchen. Ich will zum Bürgermeister. Das wollen alle. Zieh dir eine Nummer und warte, bis du aufgerufen wirst. Zieh dir eine Nummer. Kannst du mich nicht ausnahmsweise vorlassen? Jeder wird aufgerufen, wenn seine Nummer dran ist. Keine Ausnahmen. Nicht mal für mich? Für dich ganz besonders nicht. Aber in der Schlange bewegt sich ja gar nichts. Wer ist denn als nächstes dran? Die Nummer 62. Ich glaube, das war Wenzel. Wenzel hat sich auch beworben? Aber Wenzel ist nicht hier. Es geht der Reihe nach. Und der nächste ist Wenzel. Keine Ausnahmen. Bin ich jetzt endlich dran? Nein. Die Nummer 62 ist nach wie vor dran. Wenzel. Genau. Wenzel. Ich möchte meinen Wohnsitz abmelden. Auch wenn das hier einige Leute freuen dürfte. Also mich. Heute ist es unmöglich. Der Bürgermeister ist zurzeit sehr beschäftigt. Ich verschwinde. Lass dich nicht aufhalten. Okay. Ich wette, ich muss zu Wenzel. Wo willst du hin? Ich werde mit Goal nach Elysium gehen. Dann bist du hier falsch. Durch die Tür geht es zum Bürgermeisterbüro und da geht es heute der Reihe nach. Also zieh eine Wartenummer oder verschwinde! Schon gut, reg dich nicht so auf. Stopp! Das Postamt ist bis auf Weiteres geschlossen. Bis wann? Bis die Uhr am Öffnungsschild anzeigt, dass es geöffnet hat. Da ist aber keine Uhr. Gut beobachtet. Und jetzt? Weg von der Tür! Ich werde, dann kann ich da auch nicht rein. Doch, kann ich. Ich muss mit ihr reden. Sie muss erfahren, wer ihr Retter ist. Rufus, musst du hier unbedingt rumschnüffeln? Hallo, Inspektor Gizmo. Das heißt, Dr. Gizmo, wie du weißt, erfülle ich alle drei Positionen der Notfallstation. Und im Augenblick bin ich Arzt. Und als Arzt habe ich ein Recht zu erfahren, was du hier bei meiner Patientin zu suchen hast. Sie ist eine Bekannte von mir. Ich wollte nach ihr sehen. Ihr Name ist Goal. Die Elysianerin ist also eine Bekannte von dir, hm? Sehr amüsant. Aber solange dein fehlender Sinn für die Realität nicht meine Arbeit behindert, nur zu. Sieh nach deiner Bekannten, aber mach es kurz. Was? Genug Tagträume für heute. Meine Patientin braucht Ruhe. Das heißt, ich vermute einmal, dass sie Ruhe braucht. Um mir sicher zu sein, müsste sie wohl erst einmal aufwachen. Sie ist bewusstlos? Was fehlt ihr denn? Das Bewusstsein, offenbar. Für weitere Untersuchungen müsste sie wach sein. Aber keines von meinen Medikamenten sprengt an. Wie wär's mit einem richtig starken Kaffee? Ha! Der Kaffee, der das fertig bringt, müsste erst noch gebraut werden, mein Junge. Muss das nicht jeder Kaffee? Ja, schon, aber... Sie brauchen nichts mehr zu sagen, Dr. Gizmo. Ich habe einen Plan. Tu der Welt einen Gefallen und verschone sie mit deinen Plänen, Rufus. Deine schrägen Ideen haben noch nie zu etwas Gutem geführt. Außer, dass mir der Bürgermeister einen größeren Schrank für Krankenakten genehmigt hat. Der mit seinen Tagträumen. Hm.
Da ich rein? Bis bei uns. Offenbar bereitet man sich auf ein Fest vor. Auf nimmer wie irgendwas Ruf? Hä? Nehme ich mit. Nimmer wieder sind Ruf. Die lagern hier offenbar schon eine ganze Weile. Ich frage mich, für welchen Zweck sie gedacht sind und warum auf einigen mein Gesicht drauf ist. Ja, weil dich keiner hieß haben will. Offensichtlich, ja. Das Mädel soll aufwachen. Tja, hast ja gehört, was du brauchst. Oh, die Magneten. Ah, jetzt kann ich wieder in dieses Bergwerk da, aber ich muss auf jeden Fall zu den anderen Typen da, diesen, wie auch immer, diesen König, diesen Wenzel da. Ja. Und muss meine Nummer in die seine tauschen. Ah, Moment. Übrigens, der Weg zu lang erscheint, du kannst mit Doppelklick zu den Orten auch sofort, ne? Ja, das habe ich vorhin schon gemacht, da funktioniert das und jetzt funktioniert das irgendwie gerade nicht. Dann hast du nicht richtig gezielt. Das geht nicht mit Items, okay. Achso, ja, mit Items geht's nicht. Ich weiß nie, wofür man das noch brauchen kann. Okay. Gut, dann guckst du dich halt nicht um. Ja, ich wollte nur das Schweißgerät klauen, falls ich meiner Ex-Freundin mal den Hintern verbrennen muss. Ja, wie gesagt, dann guckst du dich halt nicht um. Doch, ich guck mich um. Das hat mich getriggert. Bestimmt ist irgendwas total Spannendes. Geht da hoch. Ja, du bist mit deiner Maus aus dem Bildschirm rausgekommen. Die Holzkiste ist weg. Ah, Schneider, gib ihn her! Nein! Den nimmt er nicht mit. Boah, Dummbatz. Aber ich meinte auch nicht hier drinnen, sondern eigentlich... Nur draußen. Genau. Weil ich meine, klar, da waren Schweißgeräte, aber... Ja? Kette? Gutgänge. Ach komm, es kann doch nicht so schwer sein zu explodieren. Ich schaff's doch auch immer wieder. Ja, deswegen werde ich das Teil jetzt mitnehmen. Brauche ich vielleicht noch. Ah, den nehme ich auch. Eigentlich sind Trichter was für Feiglinge, aber nach dem dritten explodierten Öltank... Hier nix mehr. Das heißt, Wenzel ist nicht da. Wie gesagt, notfalls, wenn du dir nicht sicher bist, ob noch was da ist, kannst du immer noch die Leertasten nutzen. Leertasten sind was für Feiglinge. Okay. Nee, aber erstmal brauche ich sie nicht. Vielleicht nehme ich sie irgendwann mal. Der ist bestimmt in seiner Bude. Der wird ganz schön Augen machen, wenn ich ihm von meinem Abenteuer erzähle. Er wird sich grün und blau ärgern, dass er nicht mitkommen wollte. Er wird sich schütteln und Heulkrämpfe bekommen. Warum bin ich nur nicht so cool und risikobereit wie du, Rufus? Ich würde auch gern so krasse Sachen erleben. Aber tief in seinem Innern weiß er längst, dass er nicht das Zeug dafür hat. Das wird ihn in eine tiefe Depression stürzen. Oh Mann, ich hoffe, er ist zu Hause. Wenzel? Hey Rufus, schon zurück? Das ging diesmal aber wirklich schnell. Sag nichts. Ich hatte es diesmal wirklich schon geschafft. Leider kam mir wieder einmal meine Menschenliebe dazwischen. Ach ja, diese verfluchte Menschenliebe. Immer steht sie dir im Wege, nicht wahr? Du sagst es. Du kommst ja zu nichts mehr. Es gibt einfach zu viele Menschen. Man sollte sie alle... im rostroten Meer versenken, genau. Diese verfluchte Menschenliebe. Apropos, danke für deine Sachen. Was? Moment mal, ist das etwa meine Kiste? Du hast gesagt, ich kann alles nehmen, wenn du es schaffst. Aber... Und du hast es geschafft. Das hast du doch eben sogar noch einmal bestätigt, oder? Ja,
Ja schon. Na, dann ist doch alles paletti. Danke, dass du mir mein ganzes Zeug geklaut hast. Und mit Wenzel werden wir den nächsten Part reden. Das war Deponia. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Seht euch. Ciao.